Yo, was geht? Wizards heute hier. Ja, und heute geht's hier mit der Mission weiter. Revolverheld. Ja, fangen wir auch hier mit direkt mal an. Ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen waren ja auch so lange keine Videos gekommen. Alex, Aber so wir haben langsam ein geht's Problem. bei mir wieder Offenbar und hat habe ich Kobol mal einen gedacht, Killer hau ich auf mal ein dich Video angesetzt. raus. Mann, reagiert er schnell. Was machen wir? Er will dich umbringen. Schalte ihn aus, bevor er seinen Job macht. Okay, dann müssen wir jetzt jemanden ausschalten. Okay, haben den 73Z ausgewählt. Hatten ja keine große Wahl gerade. Oh. Und da runter springt. Eigentlich zum Skispringen gedacht. Und fährt wieder ein Ford Raptor, so wie das aussieht. Schalte ihn aus. 4 Minuten Zeit. Okay. Ist ja auch nicht so viel. Wenn man bedenkt, dass der so weit weg ist. Oh nein, zu weit. Das war zu weit, Freunde. Kann man auch schlecht bremsen, weil das schon im Flug ist. Deswegen. Auto ist ja eigentlich ein bisschen stärker, wie es eigentlich sein sollte. Die Mission sollte daher eigentlich leicht von der Hand gehen, sage ich mal. Ist der jetzt auch gerade nur 100 Meter weg? Jetzt wird er hier gepornt. Aber fährt er wieder darunter. Also, wenn ihr das Spiel nicht spielt, also müsst ihr euch eigentlich kaufen. Ich will keine große Werbung machen, aber ich wollte eigentlich damit hinaus, dass die Missionen eigentlich ziemlich schwierig sind. Denn es ist nicht wirklich so leicht, die Autos zu treffen, besonders im Schnee. Ihr wisst, das Auto trifft extrem weg, wenn man nicht aufpasst. Treffer! Das war jetzt mal Treffer, ist gut. Aufpassen, wo er wendet. Okay, der fährt. Ja. Ah, schade, schade, schade. Der sich beinahe selbst zerstört. 3 Minuten haben wir noch, das werden wir schaffen. Denke, ich muss ihn noch ein, zweimal. Wow, das wird noch öfters der Fall sein mit dem Treffen. Ich hab gedacht, er hätte mehr Schaden. Naja, mir gehen solche Missionen eigentlich gar nicht ab. Sage ich ganz ehrlich, ich möchte eigentlich lieber Rennen fahren. Also weiß ja nicht, ob ihr das so sieht, schreibt es in die Kommentare, aber ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Deswegen ist es auch nicht so schlecht. Cool. Armin nochmal. Oh Mann, ey. Mach ich hier wieder eine Scheiße. Ich muss hier noch zweimal treffen mindestens und sind nur noch 2 Minuten auf der Uhr. Treffer. Okay, das war schon mal immer noch nicht. Einmal noch. Einmal noch. Hat auch 13 Leben, wenn ich das richtig sehe von hier. Ja, da habe ich gedacht, er nimmt die Straße, aber wir sind ja nicht. Jetzt aber, jetzt ist er kaputt. Auf zur nächsten Mission, würde ich mal sagen, aber es kommt wahrscheinlich jetzt noch eine Sequenz. Wie immer. Sind wir ja mittlerweile gewohnt und eigentlich auch ziemlich nice. Silber leider nur bekommen, Auspuff, naja, damit können wir natürlich nichts mehr anfangen. Da macht das Auto nur schlechter, also der hat ja auch fast nur noch Platin-Teile dran. Allerdings mit den Rallye-Fahrzeugen habe ich mich schon nicht so beschäftigt. Sauber ausgeschaltet, Alex. Unser Geländeauto. Ja, habe ich schon mal stark verbessert durch die Mission, wo da war mit dem Gewinnspiel. Freuen wir uns nicht zu früh. Ja, wollte ich Coburn gut abschneiden. So lange Männer, bis er mich. Da sind auch fast alle Teile 50 und. Wie schlägst du dich? Abgesehen von den Morddrohungen, gut. Was geht's? Noch eine Spur zu Coburns Aktivitäten. Fahr zur Position auf der Karte. Okay. Weiter mit dem. Der Coburn, der hat, führt wahrscheinlich wieder. Ergeben heißt hier nichts. Oh ja, endlich wieder mit dem Performance-Auto, mit unserem Skyline. Ich mach mal Blitzreise, denn wir könnten ja eigentlich mal den Ford Mustang holen. Sag ich jetzt mal so, weil ich denke mal, dass das wieder ein Rennen ist und dann Alex, könnte man ja Roxanne auch. Roxanne hat ein paar Typen ausfindig gemacht, die Klamotten verkaufen, die Coburn beschlagnahmt hat. Wo ist der dann? Sie wetten auf lokale Rennen. Da ist er. Wenn du gewinnst, sind sie sicher gesprächiger. Wenn? Du meinst wohl sobald. Eine sehr geile Kiste, könnt ihr euch das Tuning auch noch mal reinziehen. Das ist auf jeden Fall richtig cool geworden im Blau.
so wollte ich ihn auch haben. Und natürlich einzeln, wie immer. Erforderliche Fahrzeugstufe 550, ja, wir sind 1223. Sollte für unser Mustang kein Problem werden. Allerdings Schnee und Heckantrieb, das könnte zum Problem werden. Okay, Alex, die Wetten stehen. Du musst und natürlich auch die 700 PS, die ihr ja hat. Boah, da vorne ist Skyline auch schön. Aber wir können ja nicht immer mit dem Skyline fahren. Also findet ja nicht jeder japanische Auto so cool wie ich. Also von daher könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Fahrzeug ich nächsten Folge fahren sollte. Oder was für Auto euch noch interessieren würde. Das werde ich dann auch berücksichtigen. Jetzt zuerst mal da. Oh ja, ihr seht schon, das ist ziemlich amok mit dem Mustang-Heckantrieb und Schnee tut sich nicht so gut. Wir haben jetzt alle Fahrhilfen an, also da habe ich schon ein bisschen mitgedacht vor der Folge. Und das mache ich eigentlich immer bei Schneemissionen. Ich glaube, in jeder Mission habe ich alle Fahrhilfen an. Wenn ich so einfach rumcruise, fahre ich immer auf Hardcore, weil ich eben sehr gerne turfte. Aber das geht ja eben nicht, wenn die Autos... Das Tacho ist im Übrigen gespeichert worden. Von den letzten Sitzungen ist nicht mehr der Bug, wo davor war. Und dazu muss man wirklich sagen, es ist sehr schade, dass das von Anfang an nicht funktioniert hätte, denn unser Skyline hätte bestimmt schon 5000 Kilometer und hier, der hat jetzt seit Kauf 130. Also ich habe schon ein bisschen mit dem gefahren. Ich muss mich hier ein bisschen anstrengen, denn es ist nicht einfach mit einem Mustang, der total überpowered ist, da die Kontrolle zu behalten. So, jetzt geradeaus mal, da hat er durchaus seine Stärken. Allerdings, wir müssen das Rennen immer noch gewinnen. Natürlich, der Raptor ist natürlich lächerlich hier. Also, es war eine coole Idee, aber die sollten eine eigene Klasse haben, wie schon mal gesagt. Und ich glaube, hier hätten wir besser die Skyline genommen, wie gesagt. Denn es ist schwierig mit den Kurven. Würde ich euch jetzt noch ganz Tag voll labern. Oh Mann, ey! Machen wir hier mal einen Neustart. Komm, ich muss hier ein bisschen, tut mir leid, aber ich muss mich ein bisschen an die Berge und das Fahrzeug ein bisschen gewöhnen, weil das ist wirklich abnormal. Ja, Videosequenz, das habe ich jetzt übersprungen. War auch nur Ausblick auf die Welt. Solange ich das Auto am Anfang nicht crashe oder die Kurven drifte, ist alles okay. Ich darf nur nicht anfangen, wie eben die Kurven zu driften, denn das kostet uns mega Zeit und Unfälle, die können wir ja auch nicht gebrauchen. Kommen auf jeden Fall schon mal besser weg wie vorhin. Alter, meine Fresse, da muss man so, ich kann es gar nicht oft genug sagen, man muss hier wirklich aufpassen. Genau das ist das Problem bei dem Auto. Einerseits richtig cool, wenn man normale Strecken fährt, allerdings hier ist der fast unfahrbar. Ich hoffe, dass ich das, wir wissen, dass wir es hier gewinnen. Ich werde es auch was mit dem Shelby fahren, also das ist komplett klar, aber... Oh! Ja, das sind natürlich diese, die tolle computergesteuerten Fahrzeuge, die natürlich keine Fehler machen. Skyline erster. Mann, Alter, dann geh mir doch da vorne mal weg. Ja, aber die Karre macht alles, was sie nicht soll. Die driftet einfach nur noch. Hallo, was los? Normal fahren, bitte. Ich war jetzt noch ohne einen TÜV-Gruß einzuleiten, sondern einfach ganz normal in die Kurve gefahren. Aber es ist irgendwie etwas zu schwierig für diesen alten 69er Shelby GT 500. Denn er meint, er müsste jede Kurve driften und das geht mir gerade ziemlich auf die Eier. Ganz ruhig gehalten. Hier, guckt euch das an. Hier, man hat wirklich keine Möglichkeit, mit dem Fahrzeug normal zu fahren. Oh Mann, jetzt kommt noch dieses Riesenmonster da. Da werde ich aber aggressiv. Also, das ist wirklich nicht mehr schön. Also, Freunde. Ja, schön. Rammt mich noch. Da hat doch die Straße etwas verpasst. Ja, hier, es bringt schon viel, wenn man die Kurven... Oh Mann, dieser scheiß Raptor, ich werde ja aggressiv, Freunde, ich werde hier richtig zornig. Immer versuche hier zu beherrschen.
Schaut euch das an. Das ist einfach nur Traktionskontrolle, wo hier die Drehzahl immer runterdreht. Ist eben so, jetzt sind wir mal... Was ist das für eine Scheiße? Komm, lern fahren, Alter. Guckst du erst nur links, wenn du rausfährst. Stumm oder was? Meine Fresse, und hier ist es auch keine Leitplanke, wo man schön rangleiten kann. Gar nicht meine Art. Allerdings, muss man eben tun. Also. Also ich bekomme gerade so einen Hals hier, also guckt euch das an, wenn wir driften wollten, komm, ich hau das nächste Mal meine TÜV-Folgen hier mit dem Mustang raus, also damit kann man richtig schön Scheiße bauen, allerdings ist wirklich scheiße, damit normal Rennen zu fahren. Ihr seht, das Auto ist dreimal so stark, wie er sein sollte für die Mission. Und das ist, bringt eben nichts, wenn du alle fünf Gänge Wheelspin hast und dann mit, guckt euch das an, er hat immer noch Wheelspin. Das ist deins. Was ist da deins? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wo bin ich hier gelandet? Ist geschehen. Die Welt ist schön, aber sie ist nicht gut. Und nur Dritter. Guckt euch das an. Und dann noch diese Scheiße. Hey, Freunde, 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 Freunde. Guckt euch das an. Also so bescheuert wie die Autos da programmiert. Boah, Mann, Alter. So bescheuert, wie die Autos programmiert sind. Weg die Scheiße, Fett. Dann sind die Checkpoints auch noch so gesetzt, dass man keine Abkürzungen durch den Wald nehmen kann. ja, eigentlich ist das gut mit den Checkpoints. Also am Anfang konnte ich mich damit nicht anfreunden. Allerdings, mir geht's auf die Nerven. Immer diese Kamaus, die einem im Weg stehen. Meine Fresse, und jetzt geht hier der Schnee weg. Jetzt geht der Schnee hier weg. Und wir sind natürlich wieder im Schneegebiet, wo es mehr Schnee liegt. Toll. Wird man natürlich wieder nur gerammt. Was soll die Scheiße? Erste Auto ist... Oh, was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Das geht einfach nicht mehr. Ich will hier noch Erster werden und nicht immer hier so verkackte Scheiße. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hat der Skyline uns 500 Meter Vorsprung, das geht ja mal überhaupt nicht. Okay, jetzt sind wir noch 230. Vorne ist er auch wieder, da konnte ich jetzt mal schön aufdrehen. Dann natürlich jetzt wieder in die Pampa rein. Klar, Mustang, Kontrolle, pur. Sehr geile Autos. Ich habe jetzt ein Video gesehen, so... Ja, auf dem Prüfstand solche Quests. Da vorne ist das Ziel. Könnte man noch so einbauen, dass die Autos so dann so wegfliegen. Ganz. Allerdings, das war ja doch nur das... Oh, wie viele Nerven habe ich jetzt wieder verloren hier. Ich versuche hier immer für euch extrem sachlich zu bleiben. Normalerweise würde das komplett anders aussehen. Rückkehr zum freien Fahren. Das ist natürlich eine geile Frequenz, also. Du und deine Crew schuldet mir eure Wagen. Können wir nicht verhandeln? Ihr hängt an euren Wagen? Eine Freundin meldet sich bei euch. Sagt ihr alles, was ihr über den Verkauf beschlagnahmter Autos wisst, dann behaltet ihr sie. Also das Verhandeln, das klappt so mal nicht so gut. Also da hätte man besser ein bisschen freundlicher sein können und Kopf bis Motorhaube. Es wird Zeit, Alex. Coburns gleich fünf neue Autos. Meine Jungs warten schon auf ihn. Bist du bereit? Los geht's. Wir buchten Coburn ein und Schiff gehört dir. Die Position ist auf deiner Karte. So, ich würde mal sagen, an dieser Stelle endet das Video. Danke fürs Zusehen. Lasst doch ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit der nächsten Mission. Ja, Coburn.